Hey Leute, willkommen bei Let's Cook. Mein Name ist Julian und ich zeige euch heute Jalapeno Cheddar Röllchen mit Bacon und Frischkäse. Kann eigentlich nur lecker werden. Lasst uns anfangen. Wir brauchen gerade mal 5 Zutaten dafür und zwar 2 Wraps, 4 Scheiben Bacon, 150 Gramm geriebenen Cheddar, 2 Jalapenos und 150 Gramm Frischkäse. Den Cheddar habe ich eben schon gerieben. Da ist es immer ganz praktisch, wenn man sich wirklich ein Stück Cheddar kauft, weil es normalerweise bessere Qualität ist als schon vorgeriebener in irgendwelchen Plastiktüten. Bei den Jalapenos nehme ich frische. Ihr könnt auch eingelegte nehmen, wobei ich finde, dass frische gerade in dem Rezept irgendwie besser schmecken. Haben auch nochmal einen deutlich krasseren Kick von der Schärfe. Die Pfanne erhitzt ihr als erstes auf mittlere Stufe und sobald sie heiß ist, kommt der Bacon rein. Früher habe ich immer den Fehler gemacht, den Bacon viel zu heiß anzubraten. Und ich dachte, damit ich knusprigen Bacon bekomme, der so richtig kracht, wenn man drauf beißt, braucht es eine hohe Hitze. Ist aber gar nicht so, denn ganz im Gegenteil, der braucht eine relativ geringe Hitze, damit er nach und nach das Fett verlieren kann und dann eben so knusprig wird, wie man ihn eigentlich haben möchte. Ich würde also empfehlen, auf geringer Hitze, so Stufe 3 oder 4 auf dem Elektroherd, ungefähr 5 Minuten von jeder Seite. Und sobald der Bacon richtig schön knusprig geworden ist, auf beiden Seiten, könnt ihr ihn auf ein Küchentuch legen und einfach nochmal kurz abkühlen lassen. Und natürlich auch das überschüssige Fett abtropfen lassen, denn da ist jetzt nicht ziemlich viel Fett dran. Den könnt ihr jetzt erstmal an die Seite stellen und ein bisschen ruhen lassen und euch in der Zeit um die frischen Jalapenos kümmern. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Kerne entfernen, damit es nicht ganz so scharf ist. Am besten, finde ich, geht es immer mit einem Teelöffel. Und dann schneidet ihr die Jalapenos einfach in ganz kleine Stücke. Heizt den Ofen am besten schon mal auf 175 Grad vor. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur alle Zutaten vermengen, die noch so rumliegen, außer natürlich die Wraps. Dafür nehme ich also den Frischkäse, anschließend der Cheddar, die Jalapenos und den Bacon und den brecht ihr einfach am besten in kleine Stücke, bröselt ihn einfach nach und nach rein. Ich gebe da jetzt noch ein bisschen Knoblauchpulver rein, einfach um nochmal eine Geschmacksnote mehr da reinzubekommen. Ihr könnt es aber auch weglassen, wenn ihr es nicht zu Hause habt. Das alles jetzt gut vermischen, bis so eine schöne Käse-Jalapeno-Creme entsteht. Und die Hälfte von der Käsecreme, die gebe ich jetzt auf den Wrap. Achtet drauf, dass alles schön verteilt ist, damit es auch alles gleichmäßig schmeckt. So, und jetzt wird das Ganze zusammengerollt zu einer Rolle und schneidet ihn dann in mundgerechte Stücke. Genau das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten. Und jetzt kommen die Rollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Jetzt ab in den Ofen damit. Jetzt heißt es nur noch 8 bis 10 Minuten warten und dann haben wir unsere wunderbaren, lecker käsigen Wrap Rolls. Ich bin richtig gespannt. Bis gleich. 10 Minuten sind jetzt vorbei und das heißt, ich werde mal nachschauen, was die Wrap Rolls so machen. Mir fällt es richtig schwer, noch zu warten, zu probieren, denn heißer Käse ist einfach, damit ist nicht zu spaßen, sage ich euch. Ich war schon so oft so gierig und habe reingebissen in heißen Käse und es jedes Mal bereut. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, warte noch 2-3 Minuten, bis sie abgekühlt sind und dann probiere ich. Wenn ihr mehr solcher Rezeptvideos sehen wollt, dann abonniert mich doch am besten, denn ich bringe mittlerweile 2-mal pro Woche ein Rezeptvideo raus und ich bin mir sicher, da sind richtig leckere Sachen noch in Zukunft dabei, also es wäre schade, wenn ihr das verpasst. Und jetzt ist es endlich soweit, Zeit zu probieren. Mmh. Oh, wow. Jalapeno und der Käse, die harmonieren einfach wunderbar. Sowohl der Cheddar-Geschmack als auch dieser Frischkäse-Geschmack sind einfach beide in Kombination mit der Jalapeno wunderbar. Die Jalapeno bringt natürlich eine richtig schöne Schärfe mit rein. Da hat man so einen richtigen Schärfe-Kick. Der ist super. Und der Bacon, der bringt natürlich so ein herzhaftes, räucherisches ist das ein Wort, ein rauchiges Aroma rein. Wunderbar, richtig lecker. Die Wraps haben gerade angefangen so leicht knusprig zu sein. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr das Ganze nicht 2-3 Minuten zu lange drin lasst. Denn ich glaube, die Wraps, die verbrennen als erstes und die werden sehr schnell zu knusprig. Ansonsten, ein wunderbares Rezept, kann ich euch nur empfehlen. 5 Zutaten, richtig simpel und schnell gemacht. Das Einzige, was hart ist, ist die Wartezeit, bis sie dann aus dem Ofen kommen und man sie endlich probieren kann. Ansonsten, verwendet es für eure Party oder einfach so nebenbei. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder, wenn es das nächste Rezept gibt. Bis dahin, ciao.